Hallo und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. Ja, ich habe hier ein paar Mods reingehauen, weil mir das des Öfteren geschrieben wurde. Und zwar haben wir jetzt echte Firmen, wie ihr schon da oben sehen könnt. UPS zu IKEA Spielzeug. Dafür kriegen wir 8.788 Öcken. Und ich würde sagen, den Auftrag nehmen wir auch gleich an. Bam, Auftrag angenommen. Und dann geht es auch schon los, Leute. Unsere Traktor. Mensch, ich hoffe, ihr freut euch auch so. Osnabrück nach Frankfurt am Main. Oh, Leute. Na, hier bin ich scheiße hier. Oh, ja, ich habe einen Doppelhänge. UPS Flaggschiff, Junge, Alter, willkommen! Wir kommen! Ich fahr auf der Gegenfahrbahn, aber no problem, und das nehme ich immer so. So. Wunderbar, ein bisschen Böhrscheich touchiert, aber völlig normal bei mir. Völlig normal. Oh, da ist eine rote Ampel. So. Der hat mir aber nicht viel Sprit drin gelassen, der Sack. Nicht viel Sprit, das ist ja unter der Hälfte. Ob das langt? Ob das langt, Leute? Das kann ich nicht versprechen. 70. Ich sitze auf der falschen Seite, ne? Ja. Tut mir leid. Kurz rüber ist. Okay, ich versperre jetzt die ganze Straße. Dann wollen wir stehen hier. Ist mir jetzt aber egal. Was hat denn jetzt hier mal? Navi. Hä? Was macht denn jetzt? Habe ich die falsche Taste hier drücken? Nein! Hä? Ja, ich wollte gerade sagen, ich versperre die ganze Straße. Jetzt nehmen wir mal hier wieder hin. Langt. Nicht lang. Licht an. Alles an, Alter, damit wir nicht hier wieder Stress kriegen. Und volle Möhre. Geht ab, volle Möhre. Amsterdam, Groningen. Wir hier runter? Tatsache. Köln-Dortmund. Ach, schwierig zu sehen jetzt, ob ich hier runter muss. Ach du Scheiße. Bisschen runterbremsen. Meine, ich habe hier zwei Hänger hinten dran, ne? Schmeidig wie eh und je. Und los. Zack. Vollgas. Auf der Sprit reicht, Leute. Das Ding hat auch Dampf auf dem Kessel, ne? Hat da gleich wieder geblitzt. Ich habe keine Zeit zu verlieren, ich muss los. Okay, gut. Hau mal ab hier, Junge. Junge, was fährst du denn? 30 oder was? Schnelllieferung haben wir hier. In Zeit. So, 90 Buletten fahren wir. Vielleicht werden wir geblitzt.
ist abgeriegelt, wa? Mehr geht nicht. Jetzt können wir nur noch schneller rollen. Okay. Okay. Nach vorne. Nestle? Was denn? Das ist wirklich Nestle, ne? Wie darf ich das verstehen? Sind da unsere Cornflakes drin? So werden unsere Cornflakes transportiert? Ja, genau, Junge. Ich wollte dich eh nur abdrängen. Ich wollte da nur abdrängen. Krieg mal einen Helikopter. Läuft doch gut, ey. Okay, ein Blitzer. Frankfurt am Main, naja. Naja, nehmen wir mal 3 Stunden. 3,5. Kassel, Dortmund. Mein Gott, nee. Ah! Na gut, Mensch, ich konzentriere mich ja schon. Ich fahre schon eine Weile, ich bin müde. Abgeriegelt, wir rollen. Lüttich. Da kriegt man einmal nicht hin mit Warten. Ne? Super, das läuft so gut. Hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Oh, wir müssen hier runter. Ach du Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der bremst überhaupt nicht. Aber es kann auch sein, weil ich 2 Hänger hinten am Arsch habe. Natürlich kacke jetzt, ne? Da haben wir eine leichte Beschädigung. Müssen wir natürlich wieder bezahlen, den Dreck. Ich werde aber wie immer die Zeche prellen. Weil so geht das ja mal nicht, ne? Ich fahre im Windschatten. Ich fahre im Windschatten und schleiche mich dann vorbei. Ach ne, ich bin ja abgeriegelt. Gehen wir trotzdem auf die Mittelspur. Mann, Junge, ich war gerade am Überholmanöver. Gut, ich muss mal wieder einstellen, damit ich langsamer werden kann, ihr Bulletten. Naja, gut, okay, was soll's? Was soll ich machen? Gut, immer ihr Blitz haben wir hinter uns. Aber war jetzt, was war das? 240? 140 Euro, ne? Ah, da sind sie. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Guten Tag. Ja, ich hoffe, die ziehen dann aber auch die anderen LKW-Fahrer da raus, wa? Weil das geht ja so nicht, dass ich hier der Einzige bin, der noch einen Strafen kriegt. Und die anderen hier können hier in Seelenruhe durchfahren, ihre Touren und dann nichts zu befürchten, das geht nicht. So, noch gute 2 Stunden und 10 Minuten. Dann haben wir die erste Tour geschafft. Für heute. Hey, hey, yeah.
Bin ich denn eigentlich schon wieder so schnell? Guck mal vom Jas. Boah, sitzt ihm ja schon auf der Achse hinten. Hawaika schon fast im Bus drinne. Los, jetzt hier aber ein bisschen Sonne. Wird schon abends, ne? Ist ja wieder. Ah ja, hier wieder die Nachtfahrt, ne? Oder Scheiße. Mein Jaspedal haut ab. Bleib ruhig, Junge, bleib ruhig! Vollgas. Passiert nur nichts. Hey, wo kommen die alle her hier? Aber nachts wird man nicht so oft geblitzt, ne? Ah, sind doch bestimmt Standblitzer, wa? Wo ist jetzt hier aber? Schaff ich denn von der Tankfüllung her? Nee. Komm nur ein Viertel. Wäre schade, stehen zu bleiben, ne? Wir müssen sie ihre Scheiße hier von unterwegs holen, weißt du? Dann müssen wir erstmal auf die Autobahn kommen, sich den Dreck da runterholen, da hier, ihr Spielzeug. Hier, der Duty Ikea. Na, wenn sie mir hier, wenn UPS mir einen LKW hinstellt, wo nur ein Viertel Tank drin ist oder ein halber, dann. Junge, was soll das denn? Wollen die mir eigentlich verkackeiern? Das ist ja gut. Mal wieder ein bisschen runter, ne? Wir müssen ja jetzt hier nicht mit 100 von der Autobahn runterballern. Wir haben es gleich geschafft. Und wir hatten nur einen Unfall, das war gut. Und eh mal geblitzt. Und das auf einer Tour, ist doch gut. Wunderbar. Hier wird nichts zu beschweren. Astreine Tour. Kann das Ziel da hinten schon sehen auf dem Navi, ne? Oh, 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 oh. Unfall verursacht. Wieso Icke? Der hinter mir war das. Hab's gesehen. Ad Homburg, Kreuz, Junge. Ja, das ist, wollen die mich nicht einscheren lassen. Wisst ihr, das ist so eine Frechheit. Der kommt von da hinten mit 120 Sachen angebrettert. Oder mit noch mehr. Will an mir vorbei huschen, aber so ist das nicht. Das geht so nicht. Aber wie wir wissen, der LKW-Fahrer ist immer schuld. Er kann auch machen, was er will. Kein Unfall. Ordentlich runterfahren hier und dann ist gut. Ja. Ja, Berg auf, da muss ich ein bisschen Gas geben, ne? Den kriegt der sonst nicht hin. Wunderbar. Ja, schön. Vier Unfälle und ihr blitzt. Klasse. Macht ja nicht du, ey.
Am Ende bleibt mir Taui. Newton Taui von der Tour übrig. Verdammte Kacke. Also komme ich aber auch auf keinen grünen Zweig, ne? Bisschen langsamer werden, Junge. Funktionieren die Bremsen auch von dem Ding hier? Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher. Aber hier stehen wir nun. An der Ampel des Todes. Und wie jetzt euch so? Na komm jetzt hier, sag ja. Wunderbar, yeah, super Nico. Kick mal, dem fährt mir ein anderer LKW schon hinterher. Der da ruft halt. Aber daneben ist doch direkt UPS. Kick mal, ich sehe das auf der Karte. Wir fahren da sogar vorbei. Na komm, krieg ich die Ampel noch? Wunderbar. Wenn wir wissen. Bei Yelp wird auch gleich abgezogen. Frechheit. Wow. Ey, hier waren wir sogar schon mal. Da ist das fette Ikea. Mitten in der Nacht. Kommen wir an hier. Heuer, hey. Euer Spielzeug, Leute. Hier bin ich. Was los? Na, Lager ist noch offen. Zack. Spielzeug abgeliefert. Was haben wir da? Ausgezeichnet. 8788. Ist okay, kann sich sehen lassen, ne? So, was haben wir hier? ADR, ADR, Lager, Lehrgang. Klasse Explosivstoff, Klasse Gase. Ne? Brennbare Flüssigkeit. Hochwertige Fracht, her damit. Ja, irgendwelche beschissenen E-Mails. Ne. Auftrag, schnelle. Was gibt's denn hier noch? Fiverr. Aktoren. Nach Lüttich? Streckenlänge 5 Stunden. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht, aber wir nehmen das an. Wir nehmen das an. Wenn wir bei 3 Stunden jetzt schon fast eine Viertelstunde gebraucht haben, werden wir 5 Stunden wahrscheinlich erst in der nächsten. Tatsache, wir fahren Traktoren. Guckt euch das an. 2 Stück an der Zahl oder was? Ja. Na gut, das werden wir jetzt machen. Da haben sie ja mit Abstand den besten LKW-Fahrer für ausgesucht. Du, ich meine. Ist nun mal so. Wenn sie mich hier buchen, als Subunternehmer, als Subfahrer, weißt du, also ja, ich bin ja halt, hab eine eigene Firma und so, die wissen halt, was sie kriegen, ne? Die kriegen halt Qualität, ein paar Kratzer am LKW, aber die wissen, ihre Lieferung kommt pünktlich, wenn sogar überpünktlich, wenn ich mal ein bisschen auf die Tube drücke. Aber da nehmen sie die Kratzer am LKW und so, nehmen sie ja meistens in Kauf. Ist so. Meistens nehmen sie in Kauf. Und wenn du das nochmal versuchst, die Scheiße da, die du gerade versucht hast, dann zeck ich dir eine, Junge. Kann ja nicht wahr sein. Gut, wo war ich? Achso, ja, spielt ja keine Rolle. Wichtig ist, der Auftrag wird erledigt. Ready. Das ist das A und O. Das ist das Motto meiner Firma. Egal wie,
Hauptsache, der Auftrag ist erledigt und der Kunde ist zufrieden. Hey. Auch wenn das heißt, dass ihr LKW danach total Schrott ist. Aber das soll ja dann nicht mehr mein Problem sein, weil meistens bin ich dann schon weg. Wenn sie dann herausfinden, dass ich doch ein paar Unfälle mehr gehabt habe, als ich vielleicht doch angegeben habe, ne? Weißt du, weil es ist immer so, man muss ja dann auf einen Zettel angeben, so einen Schadensbericht, und dann muss man da mal aufschreiben. Und dann schreibe ich zum Beispiel, hat unterwegs ein kleines Drehkitz überfahren oder bin mal an der Leitplanke touchiert, so sowas zum Beispiel. Eine Kleinigkeit halt. Ja. Aber dass sie dann hinterher, wenn sie um das Auto rumlaufen, dass sie dann sehen, dass ich zum Beispiel die ganze Rehfamilie überfahren habe, da, was erwähne ich doch gar nicht erst. Weißt du, man muss ja auch mal, ja, wie soll man sagen, man muss ja auch mal ein bisschen für sich schreiben, ne? Im Sinne von, es war halt nur ein Rehkitz anstatt fünf Rehkitz und zwei große. Oder anstatt ein Wildschwein, dass es dann die ganze Herde war. Ist ja scheißegal. Oder dass anstatt die Leitplanke touchiert, dass ich durch die Leitplanke gebrettert, runter ins Tal geknallt bin und ich wieder rausgehoben werden musste. Das spielt alles keine Rolle. Leute, das sind ja Sachen, das ist irrelevant. Das ist alles scheiße nebenbei. Das ist nicht der Rede wert. Ich meine, die Fracht ist am Ende vielleicht mit ein paar Blutspritzern oder mit ein paar Ästen und Bäumen an der Ware am Zielort angekommen. Das ist das A und O. Dafür steht meine Firma. Komme, was wolle. Ihre Bestellung kommt bei Ihnen an. Egal, was ist. Dafür stehe ich. Gut. Also, so viel zu mir. Damit ihr mal so ein bisschen wisst, wie mein Arbeitsengagement so ist. Also, wie ich so lebe für die Arbeit. Also noch ist ja alles ganz idyllisch. Wann sollen wir denn da sein? Freitag 4.10 Uhr. 0.29 Uhr. Haben wir ein bisschen noch was vor uns, ne? Scheiße, ne, das schaffen wir nicht. Das werden wir auf jeden Fall nicht schaffen, denke ich. Kack den Dreck, ey. So eine halbe Spritfüllung. Schon wieder ein Helikopter. Gibt's doch nicht. Was ist denn schon wieder Blaulicht, Alter? Was ist denn hier abends los? Lass den in Ruhe. Ja, klar. 520 Tacken? Na klar, den nimmt er noch mit. Boah, Alter, LKW vorbeifahren. Hickt euch den an. Den nehmen wir noch. Den schreiben wir auf schnell. Mann, so eine Schweine, ey. 520 Buletten, ey. Kann nicht wahr sein. Rum? Wieso ist es? Ich war jetzt wieder... Hey, 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 hey. Cool bleiben, Junge. Wieso war das jetzt so teuer? Mann, Alter, wieder 520. 10 km/h mehr. Ja, ist gut. Ist gut. Ist nicht zu fassen. Ich werde mal ein bisschen geschmeidiger fahren. Weil es waren ja jetzt 1040 Euro, die ich da jetzt gerade abgedrückt habe, nur weil ich ein Stück zu schnell war. Was ich nicht verstehe, mal kostete 240, das ist von Ort, von Stadt zu Stadt anders, ne? Dass sie das hier halt Dollar ahnden, oder wie? Der Bußgeldkatalog, aber der ist ja nicht deutschlandweit, ist das ne? Musst du da eigentlich überall gleich zählen, oder? Das ist doch scheiße. Das ist doch Kotze hier. Auf 50 und um da. Dürfen nicht vergessen, ich habe ja Traktoren da hinten im Schlepptau. Deswegen immer mit der Ruhe. Ja. Oh
gehen wir halt wieder auf 80, ist ja gut. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meiner Kohle, ne? Ich meine, ich will ja auch was verdienen. Ich will ja hier auch Kohle machen. Aber wenn ich ja andauernd die Hälfte verliere wegen zu schnell fahren oder weil ich einen Unfall baue, dann bringt mir das auch nicht. Nein, ich am Ende auch nicht gewonnen. Deswegen versuchen wir mal so ein bisschen uns wenigstens an die ganzen Quatsch hier zu halten, so wie sie es wollen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ah, das war jetzt schon heftig. 520 pro Blitzer, das ist schon... Mein Gott. Mein lieber Scholli, du. Das geht doch ja nicht. So, Brüssel, Lüttich, Köln. Na, hier dürfen wir auch noch mit 80 runterbrettern, das ist auch gut. Das freut man, das ist schon mal lobenswert. So verlieren wir nicht so viel Zeit. Hier ist er. Naja. Lass rollen, Junge, lass rollen. Rettern an mir vorbei, die Schweine, ich hab so die Schnauze voll. Und ich muss hier auch fast mit 82 km/h, Mann, ey. Ja. Jedes Mal wieder zu schnell, ey, 82, ey, da bin ich schnell. Wer da heute noch ankommen? Das schaffen wir, glaube ich, noch. Das könnten wir noch schaffen, die Tour. Das wäre natürlich klasse, wenn ich die Tour zum Ende der Folge hinkriege. Das ist natürlich gut. Ein perfekter Abschluss. Das können wir gleich in der nächsten Folge den nächsten Auftrag annehmen, ne? Wäre ich hier mit 90 durchgeballert schon. Dann wären wir zwar, wären wir schon längst da. Aber gut, was sollen wir machen? Mannheim, Köln, Süd. Oh, gut, okay. Wenigstens werde ich nicht hier bestraft, weil ich kein Licht an habe. Das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, glaube ich. Was macht der denn jetzt hier? Kommt doch bestimmt gleich wieder zurück auf die Spur, ne? Der kommt doch bestimmt gleich wieder zurück. Ja, nee, er kommt nicht. Ich will ihn irgendwie überholen, aber ich habe Angst, wieder geblitzt zu werden. Gut, jetzt bin ich schon auf... Jetzt kann er ja nicht mehr rüber. Guck mal, der fährt doch viel schneller als ich. Oh, ich geh mal ein bisschen runter auf 80. Nee. Ich sag, der fährt 80, ne? Fährt seine Strich 80, der Sack. Kann nicht wahr sein. Oha. Bin ich schon wieder mit 580, 12 km/h drüber. Alter, leg mir doch. Da fahre ich kurz zu schnell. Kurz. Und das war's. Schon wieder ausflippen. So eine Scheiße aber auch. Kerpen. Ja, das bringt jetzt eigentlich auch nichts, ne? Ich umgehe jetzt halt nur noch mehr Strafen, wenn ich das Tempo halte, aber... Naja, was soll's. Ist egal. Jetzt hier rüber, oder? Was macht der denn da? Ey, heißt es Kranke. Hättet ihr gesehen?
Das waren die Cops da. Schön abgebrochen. Die hingen mir wieder am Arsch. Mehrfachtäter hier. Komm schon in der Akte. Und so viel Blitzer. Würde mich nicht wundern, wenn ich gleich wieder geblitzt wäre. Wir haben es gleich. Ja, schaffen wir. Locker. Schaffen wir locker. Kann nicht wahr sein, ja, wirklich. Ey, Fuchs-Divels wild. Kann nicht wahr sein, ey, wirklich. So eine Scheiße. Jedes Mal verliere ich Geld durch den Dreck. Und nicht gerade wenig. Luxemburg. Brüssel. Oh. Ist ja gut, gut. Brems doch mal, Junge. Was hat denn jetzt hier? Macht man das hier so, ja? Junge, Junge, Alter, tickst du doch ganz richtig. Die sollen ja merken, dass ich hier bin, ne? Sind wir denn hier in Belgien jetzt, oder was? Klasse. Da ist schon ein Schild für die Firma. Was ist das? Was ist das? Du, ist du, ist du, ist du Ronenes? Ach, keine Ahnung. Na, scheiße, Alter. Ob sie will zahlen? Was ist mit den Kohlen? Was, was ist denn das für den Dorf, Bruder, Alter? Mit wem bin ich hier gefahren? Zack, da sind wir. Abgeliefert, schön. Dora Enzo. Dora Enzo, okay. So. So. Bisschen mit Leben. Was haben wir jetzt? 53.121 Euro. Ware hier irgendwie, wa? Guck mal, 7000, was soll denn das? Das ist schon wieder an die Bude. Nee, das ist von der Bude aus Leipzig nach Polen zu UPS. Traktoren schon wieder. Druckbehälter. Was soll das hier? Hochwertige Fracht, Druckbehälter. Heidelberg Cement Group DHL. Druckbehälter. Wieder. Hochwertiger von Evonik zu DHL. Daxa zu Schenker. Ja, gut. Okay, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei. Ja, erstmal hier mein Standard. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut rein. Ciao.